Unscheinbar streckt die Landschaft sich vor mir hin. Und von weitem höre ich das Murmeln von Wasser. Beim Niedersetzen meiner Schritte staubt jedes Mal der Weg vor mir auf. Es wird mir auf einmal bewusst, niemand begegnet zu sein. Am Horizont sehe ich Gestalten. Als ich den Kopf aufrichtete, sie erschienen im Licht der Sonne zu tanzen. Ihre Schatten bewegten sich wie Marionetten im Kabinett der Schattenspieler. Es erheben sich Bergkuppeln vor meinen Augen am Ende des Weges, auf dem ich schon so lange ging. Mir wird klar, dass Berge nicht tanzen können. Es sind riesige Pappeln, die sich bis zum Himmel erstreckten. Ihre Baumwipfeln schienen nach den Wolken zu greifen, als ob die Blätter die letzten Wassertropfen herausfiltern. Vor mir lag ein Weg, der sich wie eine Schlange nach oben zu schlängeln begann. Dieser Weg wurde durch eine Holzbrücke weitergeleitet, sonst würde es hier wohl enden. Das Bachbett, was sich in den steinigen Untergrund gräbt, fließt mit einem großen Getöse unter ihr durch. Meine Schritte werden auf einmal schneller, denn ich habe auf einmal sehr großen Durst. Meine Beine bleiben mitten auf der Brücke stehen, denn ich möchte mich auf ihr niederlegen. Langsam tauchte ich meine Hand in die Strömung, um Wasser zu trinken. Dabei spürte ich das eiskalte Nass, wie es durch meine Finger rinnt. Nun begann ich, meine Handfläche wie eine Schöpfquelle zu formen, denn ich wollte das kostbare Nass aus ihr schlürfen. Ich möchte mich laben und leerte die Hand. Das Grün der Wiesen schmeckte ich, die mich umgeben, die Steine, die auf dem Grund des Bachbettes liegen, und die Erde, wie sie aufstaubt. All das nehme ich als Geschmack wahr auf meine Zunge. Meine schlanke Gestalt setzt sich langsam wieder in Bewegung, um in die Richtung der Berghütte und der hochstehenden Sonne zu gehen. Langsam lasse ich die Brücke hinter mir, mit ihr die Bäume, denn der Weg wird mir mit der Zeit erschwerlicher. Die Kahlheit erschlägt mich förmlich, aber die Landschaft ließ es mich fast vergessen. Meine Füße sind schwer wie Blei, als sie die ersten Holzbohlen der Hütte betreten. Mir ist auf einmal ganz anders, denn ich frage mich, was unter diesem Dach wohl ist. Das ist mit Steinen schwer beladen und die Natur lässt einen Teppich von Grün erblicken. Es ist glitschig unter den Füßen, als ich die Bohlen betrete, denn ich will an die knorrige Tür klopfen. Mein Gleichgewicht ist gerade noch so zu stabilisieren, als ich zu klopfen beginne. Meine Faust haut an diese Tür, als ob es eine Urwaldtrommel ist, und auf einmal ein dumpfer Ton ertönte. Diesen Ton werde ich so schnell nicht vergessen, als ob niemand in dieser Hütte sei. Meine Faust tat schon weh vom Klopfen und ich hörte nach einer gewissen Zeit auf. Nun begann ich mich von der Tür abzuwenden, um einen Rundgang um die Hütte zu machen. Denn ich wollte mich nicht damit abfinden, dass dort niemand sein sollte. Mein Rundgang ist aber sehr aufschlussreich, denn die Fensterläden waren zu.
Es liegt seit langer Zeit Brennholz unter einem Vorbau und die Abfälle sind schon langsam am Verrotten. Mein Körper hat sich damit abgefunden, dass niemand da ist. Ich hatte keine Lust mehr, herumzulaufen. Und in meinem Augenwinkel erblickte ich einen Brunnen. Ich gehe auf ihn langsam zu, mit schleifendem Gang. Denn ich will in den grauen Schacht blicken. Dieser bohrt sich in den steinigen Untergrund und ich erblicke mich im Spiegel der Wasseroberfläche. Es beginnt mich eine unergründliche Macht nach unten zu ziehen. Umso länger ich hineinschaute, eigentlich möchte ich gehen, aber meine Beine sind wie angewachsen. Meine Blicke sind starr nach unten gerichtet, als mir Bilder des Geschehens gezeigt werden. Der Spiegel zeigt mir, warum in dieser Gegend keiner mehr verweilt. Ich sehe Menschen mit langen Brettern unter den Füßen und Stöcken in den Händen, wie sie die Hänge herunterjagen. Seltsame Raupen mit breiten Ketten und stinkenden Motoren versuchen den Schnee der Hänge festzufahren. Vieles zeigt mir dieser Spiegel, auch positive Seiten des Wintersports und des Bergtourismus. Motorenlärm schallt mir entgegen aus der Tiefe des Brunnens, wie sich die Kettensägen durch die Baumstämme fressen. So verschwand nicht nur der Wald, nein, es ist viel mehr. Die vielen Tiere, Menschen und die Pflanzen halten ihren Rückzug an. Es schmirgeln die Winde an den Felsen, bis sie glatt und rund sind, so dass sie kaum noch Halt bieten. In dieser Einöde verlaufen sich wenige oder einzelne Personen. Auf einmal vernehme ich ein lautes Kreischen und die Wasseroberfläche beginnt sich kreisförmig zu bewegen. Das Bild begann an zu verblassen und ich orientierte mich nach dem schrillen Ton. Dabei stellte ich fest, dass es nur ein Traum war, obwohl das Gesehene sehr realistisch ist. Denn die Tatsachen sind doch nicht nur in den Medien zu sehen.